Hallo zum zweiten Video der kleinen Strafrecht-Corona-Reihe. Es soll heute um die Quarantäne gehen, genauer um das, was eigentlich so an Konsequenzen droht, wenn man sich entscheidet, einer Quarantäneanordnung ja nicht Folge zu leisten und weiterhin draußen rumturnt, obwohl man das vielleicht besser nicht sollte. Vorab vielleicht ein einigermaßen praktischer, anschaulicher Fall. In meinem Geburtsort Menden-Sauerland hat man das Problem gelöst, indem man recht pragmatisch eine alte Turnhalle gefunden hat. Die ist ausgedient. Im Moment ist ja auch ohnehin keine Schule. Dann hat man da Feldbetten reingestellt und war jetzt der Meinung, naja, für 48 Stunden könnte man Leute, die sich gegen Quarantäneanordnung sperren, da wohl mal unterbringen. Ob da je einer eingesperrt wurde, weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Was ich weiß, ist, dass das Land bzw. die Landesregierung dem eine Absage erteilt hatte. Hintergrund für diese Idee war übrigens die Erkenntnis des Gesundheitsamtes in dem Kreis dort, wonach wohl jeder Fünfte bei einer Quarantänekontrolle nicht angetroffen worden ist. Ich weiß jetzt auch nicht, warum der nicht da war oder ob das überhaupt ermittelt worden ist. Ja, am Ende des Videos hoffe ich, dass ihr dann euch ein eigenes Bild zu diesem genannten Beispiel machen könnt und auch selbst ein bisschen Überblick behaltet, was denn nun eigentlich droht, wenn man der Quarantäne nicht folgt und sich weiter in die Öffentlichkeit begibt. Bevor wir über die Durchsetzung von Quarantäne und die Konsequenzen bei Verstößen reden, müssen wir natürlich kurz klarstellen, was eigentlich mit Quarantäne genau gemeint ist. Da geht es im Moment auch so ein bisschen runter und drüber, denn es gibt noch diese jetzt auch ausgeweiteten Verpflichtungen, bestimmte Orte, zum Beispiel auch das Haus nicht zu verlassen, die teilweise in den Landesverordnungen, teilweise in Allgemeinverfügungen stehen, zum Beispiel für verschiedene Reiserückkehrer oder so. Das ist damit nicht gemeint. Quarantäne findet sich selbst geregelt in § 30 des Infektionsschutzgesetzes und meint tatsächlich die durch Verwaltungsakt erfolgte Absonderung einer Person. Da steht so sinngemäß drin, dass bei Krankheiten oder aber auch bei Krankheitsverdächtigen, Ansteckungsverdächtigen und Ausscheidern die Absonderung angeordnet werden kann denen gegenüber, und zwar entweder ins Krankenhaus oder in anderer geeigneter Art und Weise. Die häusliche Quarantäne kann so ein Fall also durchaus sein. Verwaltungsakt, hatte ich gesagt, bedeutet, dass diese Anordnung von der zuständigen Behörde, nämlich hier den Gesundheitsämtern, zu erfolgen und auch gegenüber dem Bürger bekannt zu geben ist. Rein praktisch passiert das, soweit ich sehe, weitgehend telefonisch. Das ist auch erstmal in Ordnung. Das geht durchaus mündlich und telefonisch, solange nur eben klar wird, was genau von dem Betroffenen dort erwartet wird, was genau er zu unterlassen hat und was genau er zu tun hat. Wenn diese Anordnungen also am Telefon kommen, dann sind die erstmal in der Welt und dann sind die auch wirksam. Selbstverständlich könntet ihr darum bitten, dass man euch die auch nochmal schriftlich gibt. In der Regel kommen die auch nochmal schriftlich. Allerdings, die Post braucht im Moment ein bisschen länger, die Gesundheitsämter auch. Das kann durchaus deutlich später passieren, nämlich ein paar Wochen später sein. Da darf man jetzt nicht der irrigen Annahme erliegen, dass deswegen der Verwaltungsakt schon Käse wäre. Das ist nicht der Fall. Wie gesagt, das Telefonische reicht schon aus. Wenn es dann auch noch schriftlich kommt, na gut, auch schön, dann ist es eben nochmal bekannt gegeben. Aber Anknüpfungspunkt für die Wirksamkeit der Quarantäneanordnung ist die Anordnung selbst. Ob die Quarantäneanordnung darüber hinaus auch noch rechtmäßig ist, spielt im Verwaltungsrecht auch erstmal eine untergeordnete Rolle. Da reicht allein die Bestandskraft. Und die tritt halt jedenfalls dann ein, wenn nicht offenkundig ein himmelschreiender Rechtsverstoß sofort quasi schon ersichtlich wird, bloß weil man da eine Verfügung kriegt. Da kann man im Moment eher nicht von ausgehen, dass das bei Quarantäneanordnungen, jedenfalls wenn sie gegen Kontaktpersonen ergehen, der Fall ist. Wenn eine Quarantäneanordnung also da ist, die es dann am Ende durchzusetzen gilt und ihr euch doch dagegen wehren wollt, weil da meinetwegen ihr da durchaus Zweifel habt, ob Verdacht besteht oder ob der nicht mal abgeklärt werden müsste oder einfach sonst irgendwelche Verhältnismäßigkeitserwägungen oder Ermessensfehler überprüft haben wollt, sind dafür die Verwaltungsgerichte zuständig. In der Regel wird es ein Eilrechtsschutz sein. Quarantäneanordnungen sind sofort vollziehbar. Das heißt, die Quarantäne wirkt dann schon und ihr müsst euch aus der Quarantäne heraus, wenn schnell gehen soll, dagegen wehren. Da wendet ihr euch am besten an einen verwaltungsrechtlich versierten Anwalt, der das dann auch recht schnell machen kann. Auch die können natürlich ohne den direkten persönlichen Kontakt so eine Quarantänesituation durchaus auffangen und dann entsprechend tätig werden. Ob das zum Erfolg führt, ist Frage des Einzelfalls. Da muss man sich wirklich alle Umstände anschauen. Das kann ich so pauschal wirklich nicht sagen. Darüber hinaus hatte ich ja schon gesagt, Verwaltungsrecht ist jetzt nicht mein größtes Steckenpferd. Reden wir jetzt also mal über die Durchsetzung. Wir nehmen an, da gibt es die Quarantäneanordnung und die ist auch bestandskräftig und jetzt wird dagegen verstoßen. Ist die spannende Frage, was passiert jetzt
mit demjenigen, der dagegen verstoßen hat. Kann ich ihn einfach wegsperren? Und ja, rein verwaltungsrechtlich gesprochen, auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes, muss man zunächst mal sagen, ja, wegsperren. Das geht schon. Paragraph 30 Absatz 2 des Infektionsschutzgesetzes bietet die entsprechende Rechtsgrundlage und ordnet das sogar ausdrücklich an. Wer gegen eine angeordnete Quarantäne verstößt, der ist ja, zwangsweise abzusondern, allerdings in einer ja, in einem Krankenhaus oder auch auf sonst geeignete Art und Weise. Es muss also schon eine geeignete Unterkunft sein, die dann auch diese Absonderung ja, möglich macht. Ob das jetzt in dem eingangs beschriebenen Beispiel mit der Turnhalle und den Feldbetten der Fall ist, das mag dann tatsächlich jeder selbst beurteilen. Ich persönlich habe da so zarte Zweifel, ob die Massenunterkunft grundsätzlich bei Krankheitsverdächtigen eine gute Idee ist, eine geeignete Maßnahme ist, um möglicherweise Nicht-Infizierte von Infizierten fernzuhalten, was ja immer der Sinn sein sollte. Steht ja immerhin noch die Möglichkeit, dass einer ja, sich infiziert hat, der andere nicht, dann wird er spätestens dort ja möglicherweise auch mit dem Virus angesteckt werden. Auf der anderen Seite wüsste ich jetzt auch nicht, warum 48 Stunden da ausgerechnet die richtige Herangehensweise für die zwangsweise Absonderung ist. Das müsste man dann im Einzelfall auch nochmal überprüfen. Aber wie gesagt, grundsätzlich, das Einsperren auf dem verwaltungsgerichtlichen Wege ist erstmal möglich. Der Rechtsschutz darüber dann auch wieder über die Verwaltungsgerichte und entsprechende Eilverfahren wäre möglich. Erfolgsaussichten, naja, kann ich auch da nicht abschließend beurteilen. Neben dieser verwaltungsrechtlichen Dimension ist der Verstoß gegen Quarantänevorschriften darüber hinaus aber auch satt strafbewehrt. Die Vorschrift kennt ihr noch aus dem letzten Video, Paragraph 75 Absatz 1 Nummer 1 Infektionsschutzgesetz. Legt das fest und verweist dann wieder auf den Paragraphen 30. Wer dagegen verstößt, ja, fängt sich eine Freiheitsstrafe im Falle einer Verurteilung bis zu 2 Jahren oder eine Geldstrafe bei vorsätzlichem Verhalten, bei fahrlässiger Handlung immer noch Freiheitsstrafe bis zu 1 Jahr oder Geldstrafe. Und wenn es denn zu einer Übertragung einer Krankheit, einer bestimmten Krankheit kommt, dann, ja, dann ist die Freiheitsstrafe sogar bis zu, von 3 Monaten bis zu 5 Jahren, wenn die gleiche Tat nicht in anderen Vorschriften mit härterer Strafe, zum Beispiel als gefährliche Körperverletzung, bestraft ist. Das hatte ich beim letzten Mal schon mal so besprochen. Auch nichts geändert hat sich daran, dass der Katalog der Krankheiten, die da übertragen werden müssen, weder Corona noch Covid im Moment enthält, es aber gleichwohl noch immer diese Bundesverordnung gibt, die ihn aufführt und man da schon davon ausgehen kann, dass zumindest erstmal ein Ermittlungsverfahren droht wegen dieser Geschichte. So ein Ermittlungsverfahren ist natürlich auch in Sachen Quarantäne nicht besonders schön. Die Strafrahmen, ihr habt sie gerade gehört, die sind jetzt noch nicht so, dass man sagt, naja, da kommt jeder sofort ins Gefängnis dafür. Wenn es dann tatsächlich nicht zu einer nachgewiesenen Übertragung kommen ist, erst recht nicht. Da kann der bisher unbescholtene Bürger nicht davon ausgehen, dass er sofort weggesperrt wird. Aber ärgerlich ist allemal und naja, wenn da Geldstrafen bei rauskommen sollten, dann sind die auch relativ schnell irgendwo bei ein paar Monatsgehältern bemessen und naja, da wird es dann halt allmählich ein bisschen schwierig. Da ist im Moment ja auch nicht damit zu rechnen, dass die Justiz besonders zimperlich ist bei derartigen Strafverfahren. Entsprechend hochhängen auch die Glocken für Verfahrenseinstellungen im Ermittlungsverfahren. Da passt ein bisschen auf. Ihr solltet es mal gehört haben, wer gegen Quarantäne verstößt, steht mit einem Bein in der Strafbarkeit. Das muss man wissen und dahinter tritt dann vielleicht sogar eine 48-Stunden-Aufenthalt auf dem Feldbett ein bisschen zurück. Gleichwohl abschließend, das, was die da in Menden treiben, halte ich für einigermaßen daneben. Ich bin tatsächlich nicht davon überzeugt, dass das in irgendeiner Form eine geeignete Unterbringung ist und glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass das ernst gemeint ist. Das ist ein großes Symbol, das großartig beklatscht wird. Dass es so großartig beklatscht wird, besorgt mich tatsächlich weit mehr, als die Idee zu haben, jemanden zwangsweise unterzubringen. Das mag ja noch notwendig sein, aber der Applaus für derartige symbolträchtige Einsperrungen, der nimmt ein bisschen Überhand, das muss aus meiner Sicht nicht sein. Aber gut, soll hier jetzt auch gar nicht weiter das Thema sein. Ihr wisst jetzt jedenfalls, was die Konsequenzen von Quarantäne sind und auch was eine Quarantäne ist. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Wenn noch Fragen dazu sind oder eben zu den anderen Themen, gerne in die Kommentare, schreibt mir eine E-Mail. Und ansonsten schaut einfach auch beim nächsten Mal wieder rein. Ich weiß noch nicht ganz genau, worum es geht, möglicherweise um die Situation dann landesrechtlich in Nordrhein-Westfalen um die Kontaktsperren bzw. Ansammlungsverbote und Veranstaltungsverbote. Bis dahin, ciao.